Herzlich willkommen zum Press Briefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Prof und wir beschäftigen uns heute mit dem europäischen Emissionshandel für Straßenverkehr und Gebäude, dem ETS2. Das ist ein Gesetzesvorhaben, das gerade im EU-Parlament diskutiert wird und dort hoch umstritten ist. Es ist auch ein Kernvorhaben des europäischen Green Deals, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden möchte. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Emissionen aus den Sektoren Verkehr und Gebäude reduziert werden, und zwar deutlich. Die EU-Kommission legte im vergangenen Jahr 2021 einen Vorschlag vor, um einmal den ETS1, also den Emissionshandel, der bereits seit 2005 gilt, zu überarbeiten und andererseits den ETS2 einzuführen, also den Emissionshandel für Sprit und Heizen mit fossilen Brennstoffen, also vor allem Gas. Um diesen gibt es nun diverse Konflikte zwischen den Abgeordneten. Vor allem geht es dabei um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Die Sorge ist also, dass dieses neue System zu stark ärmere Haushalte belastet. Und es geht auch um die Frage, ob Haushalte wirklich die Kosten für die Wärme- und Verkehrswende zahlen sollten. Am Dienstag dieser Woche gab es nun eine Einigung im Parlament auf einen Kompromiss. Demnach müssen Unternehmen ab 2025 einen CO2-Preis zahlen im ETS2. Privatleute sind davon aber erstmal ausgenommen und sie müssen erst frühestens ab 2029 und auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Preise im ETS2 zahlen. Außerdem möchte das Europäische Parlament einen Preisdeckel von 50 Euro pro Tonne CO2 einführen. Nächste Woche Dienstag stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments über diesen Vorschlag ab und im Juni folgt dann die Abstimmung im Plenum des Parlaments. Danach muss der Vorschlag noch durch den Europäischen Rat und insgesamt ist es bisher unklar, ob und in welcher Form das ETS2 kommen wird. Und darüber wollen wir heute sprechen mit den drei ExpertInnen aus der Umweltökonomie, die hier bei uns sind heute. Schön, dass Sie da sind. Ein Hinweis an die JournalistInnen. Ein Transkript dieser Veranstaltung finden Sie am Montag auf unserer Webseite und die Videoaufzeichnung stellen wir Ihnen schon heute Nachmittag zur Verfügung. Und Ihre Fragen stellen Sie bitte in das Frage- und Antwort-Tool und nicht in den Chat. Damit möchte ich die erste Expertin vorstellen, Frau Dr. Brigitte Knopf. Sie ist Generalsekretärin am MacArthur Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin und sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit sozialen Aspekten der CO2-Bepreisung und ist auch Leiterin des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung. Dr. Andreas Löschel ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität in Bochum. Auch er arbeitet sehr nah an der Politik und beschäftigt sich in seiner Forschung mit Fragen rund um die Umwelt- und Energieökonomik. Und die dritte ist Dr. Sonja Peterson. Sie ist Professorin am Forschungszentrum Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit Effizienz und Effektivität des europäischen Emissionshandels und mit internationalen Mechanismen zur CO2-Bepreisung, die also über die Grenzen der EU hinausgehen. Frau Peterson, meine erste Frage ist an Sie. Warum glauben viele Umweltökonominnen, dass ein Emissionshandel für Verkehr und Gebäude das beste Mittel ist, um Emissionen in diesen Sektoren runterzubringen? Und was wären eigentlich die Alternativen dazu? Ja, da ist sich die Ökonomie sehr einig, dass tatsächlich ein möglichst einheitlicher Preis zur CO2-Bepreisung das Instrument der Wahl ist, um Emissionsreduktionen möglichst günstig zu erreichen, weil ein solches Instrument gewährleistet, dass eben dort vermieden wird, wo es am günstigsten ist und es gewährleistet gleichzeitig, dass man nicht sehr kleinteilig und häufig widersprüchliche Instrumente einführen muss. Und schließlich setzt der Emissionshandel ja ein ganz klares Emissionsziel. Das heißt, er setzt gewährleistet bei all dem auch, dass die gesetzten Ziele erreicht werden. Insofern halte ich auch den ETS2 erstmal für prinzipiell ein sehr geeignetes Instrument. Und wir haben selber im Institut für Weltwirtschaft im Zusammenhang mit der damals kontrovers diskutierten Klimapolitik in Deutschland 2019 vorgeschlagen, dass man eben in eine Bepreisung, in einen Emissionshandel in diesen Sektoren in Deutschland einsteigt und dann diesen möglichst auf die europäische Ebene ausrollt und
weiter in die Zukunft gedacht, dann irgendwann auch aus beiden Systemen eins schafft. Insofern hat man sich jetzt zumindest einen Schritt begeben in Richtung diesen Weges, den wir für sinnvoll halten. Aber da werden wir ja noch drüber diskutieren. Leider erstmal nur einen sehr kleinen. Und was wären Alternativen zu diesem eben marktwirtschaftlich geprägten Mechanismus, die Emissionen zu senken, gerade im Bereich Verkehr und Gebäude? Naja, die Alternativen sind dann sehr stark tatsächlich Standards und Ordnungsrecht zu nutzen, wie sie jetzt bei den Flottengrenzwerten diskutiert wird, oder im Wärmesektor gewisse Technologien von vornherein zu verbieten und zusätzlich sehr stark auf Subventionen zu setzen, also die verschiedensten umweltfreundlichen Technologien oder Systeme zu fördern. Und das ist natürlich extrem teuer. Also Sie sagen, die Alternativen kommen am Ende den Staat und den Steuerzahler teurer als der Emissionshandel. Verstehe ich Sie da richtig? Also es entsteht immer der Eindruck, dass eine CO2-Bepreisung allgemein oder ein Emissionshandel sehr, sehr hohe Kosten hat. Der Punkt ist, dass diese eben sehr sichtbar sind. Es wird sehr klar, wie hoch ist der CO2-Preis, und das ist für alle sehr transparent. Bei all den anderen Maßnahmen, die haben auch Kosten, die auch getragen werden. Das ist aber sehr intransparent und merken vielleicht nicht alle so direkt. Aber in der Regel sind die Kosten, um die Ziele auf andere Art zu erreichen, viel, viel teurer. Und häufig sind auch die Bürgerinnen und Bürger negativ betroffen, sei es, dass sie irgendwann die Schulden zahlen müssen, die gemacht werden durch große Subventionspolitik, sei es, dass auch Standards natürlich nicht kostenlos sind und sich in den Gesamtpreisen widerspiegeln, aber das ist eben nicht so transparent. Okay, vielen Dank. Dann Frau Brigitte Knopf. Der größte Konflikt rund um das ETS2 ist die Sorge, dass ärmere Haushalte zu stark belastet werden. Welche sozialen Ausgleichsmechanismen sind da möglich und im Gespräch? Und welcher ist Ihrer Meinung nach der beste? Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite hier. Also ich glaube, wir haben jetzt in den Verhandlungen zum ETS2 gesehen, dass die Verteilungsfrage tatsächlich der Knackpunkt ist, wenn man einen CO2-Preis einführen will. Und ich glaube, gerade beim ETS2 haben wir hier auf zwei Ebenen die Verteilungsfrage zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb der Mitgliedstaaten. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Punkte. Wir haben da auch verschiedene Analysen zugemacht und man sieht zum Beispiel, was für Bulgarien, Polen, Rumänien liegen die Kosten eher bei 3-4% der Ausgaben, während sie für Frankreich, Deutschland, Italien zum Beispiel eher nur in der Größenordnung von 1% liegen. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr unterschiedliche Belastungen. Und andererseits können wir auch zeigen, ärmere Haushalte können wir entlasten, auch schon mit wenig Geld. Ja, also da braucht man gar nicht so viel Geld einsetzen. Insgesamt am sozial gerechtesten wäre das, was man in Deutschland Klimaabgabe nennt, also eine Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen. Wir wissen, dass es in Deutschland eine riesige und schwierige Diskussion ist, und das ist natürlich auf europäischer Ebene noch mal viel schwieriger, wenn man sowas etablieren wollte. Und meine Wahrnehmung ist, dass jetzt das, was diskutiert wurde, auch im Envi-Komitee, lag tatsächlich auch der Fokus auf dieser Frage, wie kriegen wir das sozial abgefedert? Also da ist nicht so sehr diskutiert worden, wie das zwischen den Mitgliedstaaten ist. Es wurde auch über ein europäisches Klimageld nachgedacht. Aber ich hatte das, also es ist administrativ sozusagen von Europa, von Brüssel aus an jede Bürgerin und jeden Bürger etwas auszuzahlen, nicht möglich. Und es gibt auch Länder, die sich da sehr klar gegen gewehrt haben. Und mein Gefühl war auch so ein bisschen, dass man hier dieses Instrument ETS2 eigentlich überfrachtet hat mit so einer Idee, dadurch auch noch so eine europäische Sozialpolitik zu schaffen oder den Einstieg da rein. Und ja, bei dem Kompromiss hat man halt auch nochmal gesehen, dass die soziale Frage wirklich der Knackpunkt war, weil da sind ja ganz viele Komponenten, die dann tatsächlich jetzt sozusagen diese soziale Komponente adressieren. Also zum einen sind Bürgerinnen und Bürger komplett erstmal ausgenommen, sondern es sind nur mal die kommerziellen in diesem ETS2 drin. Es soll dann auch für die Bürgerinnen und Bürger erst eine Kompensation eingeführt werden, bevor dann möglicherweise, ich nenne es jetzt mal, ein dritter Emissionshandel eingeführt wird für Bürgerinnen und Bürger. Dann hatten sie ja auch noch nach weiteren Kompensationen gefragt oder wie man Entlastung herstellen kann. Wenn ein Klimageld nicht möglich ist, kann man natürlich auch zum Beispiel in Infrastruktur investieren. Das wird hier auch genannt. 12% sollen in öffentliche Verkehrsmittel
investiert werden, sodass man erst die Alternativen schafft. Diese Diskussion haben wir in Deutschland auch gesehen, gerade von den Sozialdemokraten, sozusagen erst Kompensation, erst Infrastruktur, erst die Möglichkeit schaffen, um dann sozusagen den Preis einzuführen. Und ja, bei der Bewertung sozusagen jetzt auch des Kompromisses würde ich sagen, so der Spatz ist besser als die Taube auf dem Dach, aber ich bin mir einfach noch nicht sicher, haben wir den Spatz nicht vielleicht auf dem Dach und kriegen wir wirklich einen Weg hin, wie wir diesen dritten ETS, den ich mal so nennen möchte, ETS 3 sozusagen, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Verbraucherinnen, ob man den dann wirklich installiert bekommt, und sonst haben wir da weiter einen Flickenteppich. Auf den Kompromiss gehen wir gleich nochmal näher ein. Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen zu dieser Pro-Kopf-Auszahlung, die Sie eben angesprochen haben. Sie haben gesagt, das Beste wäre eigentlich, an jeden Bürger und jede Bürgerin was auszuzahlen. Wäre nicht auch eine Alternative, nur die ärmsten, die einkommensschwächsten Haushalte zu entlasten? Also das ist auf jeden Fall sozusagen logisch erstmal besser, auch gerade wenn man wie im Moment in Krisenzeiten wenig Geld zu verteilen hat. Es ist halt relativ leicht angreifbar, weil dann ist immer die Frage, wo ist die Grenze? Wer gilt dann als besonders betroffen? Also ich glaube, bei den besonders Betroffenen muss man eher gucken, sind das Leute zum Beispiel mit Ölheizung, und macht man dann nochmal Ölheizungsaustauschprogramme oder sowas. Und ansonsten bei der Pro-Kopf-Rückzahlung, da würde ich sagen, das sollte dann über alle Einkommen genau gleich sein. Wie gesagt, die untersten Einkommen profitieren netto davon, weil sie einen viel geringeren CO2-Fußabdruck haben. Sie haben meistens kleinere Wohnungen, sie haben manchmal gar kein Auto. Das heißt, die profitieren wirklich und hätten am Ende des Jahres einen Bonus daraus, also ein Plus. Und das nochmal nach Einkommen zu staffeln, ist also in Deutschland bestimmt auch vom Bundesverfassungsgericht ziemlich schwierig. Also von daher würde ich sagen, pro Kopf rückzahlen und dann nochmal die Härtefälle, gerade bei den unteren Einkommen, nochmal besonders in den Blick nehmen. Wie gesagt, Ölheizungsbesitzer oder Ähnliches. Vielen Dank. Herr Löschel. Frau Knopf hat gerade schon den Kompromiss angesprochen, auf den sich das Parlament jetzt geeinigt hat, der zwei Hauptkomponenten hat, würde ich sagen, nämlich einmal diese Trennung zwischen Unternehmen und Privatleuten, also dass der Emissionshandel zunächst nur für Unternehmen gelten soll und vielleicht gar nicht für Privatleute oder erst viel später. Und andererseits eine Obergrenze von 50 Euro für die Zertifikate. Was sagen Sie zu diesen Vorschlägen? Ja, wir haben ja gerade gehört, dass tatsächlich die Idee des marktlichen Umweltschutzes in ganz vielen Bereichen nicht so umgesetzt wird mit diesem Vorschlag, wie wir es eigentlich erhofft haben. Und das hat verschiedene Komponenten. Das heißt einmal der Umfang des Emissionshandels oder besser gesagt der Umfang der CO2-Bepreisung, und das andere ist tatsächlich die Höhe. Und beides birgt aus meiner Sicht große Probleme für den Klimaschutz. Die Idee der CO2-Bepreisung ist es ja, tatsächlich die Verhaltensweisen von Unternehmen, von Individuen in Bahnen zu lenken, dass es ökonomisch sinnvoll ist, tatsächlich auch die klimafreundliche Alternative zu wählen. Und wenn man sich anschaut, wie das jetzt gemacht wird, dann betrifft das eben nur einen Teil der Akteure, nämlich die Unternehmen. Es nimmt einen großen Teil der Individuen aus, die dann natürlich auch indirekt betroffen sind, und die Signale, die gesendet werden, sind aller Voraussicht nach viel zu gering. Wir haben ja verschiedene Studien bekommen, auch in der deutschen Diskussion, die sich angeschaut haben, was sind eigentlich die Lenkungswirkungen von CO2-Preisen, und ist klar geworden, dass gerade in diesen Sektoren auch hohe CO2-Preise notwendig sind, um Lenkungswirkungen zu entfalten. Das ist auch richtig so, denn wir wissen ja auch, was die Kosten des Klimawandels sind, und entsprechend haben wir auch hier Anhaltspunkte, warum diese Preise höher sein sollten als eben die 50 Euro, über die jetzt diskutiert wird. Wir haben ja im ETS 1 entsprechend auch höhere Preise, und die werden mit der Anschärfung dieses Systems, die ja massiv sein wird, auch tatsächlich hoch bleiben. Also der Umfang ist ein Problem. Wir nehmen einen großen Teil raus, der eigentlich hier wichtig ist zur Erreichung der Klimaziele, und wir geben zu niedrige Anreize für die Verbleibenden, und beides, wie gesagt, führt zu wenig Umweltschutz. Wir haben das gehört, dann braucht es eben andere Instrumente, die schwieriger implementierbar sind, die teurer sind und die im Zweifel eben auch nicht so wirkungsvoll sind.
Jetzt haben Sie gefragt mit der Überwälzbarkeit oder mit der Überwälzung. Also natürlich, wenn wir einen Teil hier im ETS haben, also eben den kommerziellen Sektor, dann wird das erstmal dazu führen, dass auch hier höhere Kosten weitergegeben werden. Man möchte das ja unterbinden. Das wird aber ökonomisch ein sehr schwieriges Unterfangen sein, denn ökonomisch ist es einfach so, dass es unerheblich ist, wo tatsächlich die Steuer, wo tatsächlich diese Zertifikatezahlung ansetzt. Na, Ganz sonst kurz, können Sie noch einmal kurz erklären, was Sie meinen mit Überwälzung? Ich glaube, das ist gerade nicht ganz klar geworden. genau. Ja, wir haben ja gesagt, dass die Öl- und Gasunternehmen zum Beispiel nur einen Teil der zusätzlichen Kosten weitergeben können. Das ist ein Teil des Kompromisses. Dadurch versucht man sozusagen nochmal die Haushalte etwas rauszunehmen. Denn wenn ich einen Teil eben mit CO2-Bepreisung belege im kommerziellen Teil, dann gibt das natürlich höhere Kosten in diesem Bereich. Und diese höheren Kosten, die müssen natürlich an die Konsumenten auch wieder weitergegeben werden. Ne? Und man hat jetzt in dieser Fokussierung auf Verteilwirkungen ja auch versucht, das einzuschränken. Das geht rein schon ökonomisch, wird das nicht klappen. Und ich würde noch mal das gerne unterstreichen, was Brigitte Knopf gesagt hat. Wenn man Klimapolitik aus der Verteilperspektive denkt, dann kommt genau das raus, was wir hier gerade sehen. Wir müssen aber die Klimapolitik aus einer Anreizperspektive sehen, ja, und dann eben wissen, dass wir Verteilwirkungen auch tatsächlich besser hinbekommen können. Und das hat offensichtlich hier noch nicht geklappt. Frau Petersson, wollen Sie sich auch noch äußern zu dem Kompromiss mit seinen verschiedenen Teilen, die eben alle versuchen, eigentlich den Druck auf die Haushalte abzufangen? Was meinen Sie dazu? Ja, danke, dass ich nochmal dazu Stellung nehmen kann. Also ich fand es natürlich tatsächlich sehr schade, dass diese Idee eines einheitlichen CO2-Preises im Transport- und Wärmesektor hier wieder zu scheitern droht. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich der falsche Weg ist. Ich hätte auch sehr begrüßt, den Preis für also für diese Emissionen mit einzuführen und stattdessen Wege zu finden, eine CO2-Rückerstattung zu ermöglichen. Das ist ja zumindest auf der Länderebene tatsächlich möglich. Deutschland ist ja auch dabei, das einzuführen. Und ich finde es schade, dass das hier nicht der Fall ist. Ich sehe aber schon den Punkt, dass es immerhin ein wichtiger Schritt ist, überhaupt in diesen sehr stark umstrittenen Sektoren in eine CO2-Bepreisung zu kommen. Und ich würde gerne noch mal einen Punkt kommentieren, den Herr Lösche gesagt hat, was die Höhe des Preises angeht. Es ist natürlich nicht automatisch das Ziel eines Emissionshandels, einen möglichst hohen Preis zu haben. Nach allem, was wir wissen, wenn wir die Ziele, die wir uns setzen, erreichen wollen, wird der Preis zumindest kurzfristig höher sein oder auch mittelfristig höher sein und reicht im Moment nicht aus. Aus. Aber natürlich ist das Ziel, irgendwann den technologischen Wandel erreicht zu haben und dann auch nicht unbedingt immer dauerhaft hohe Preise haben zu wollen. Im Stromsektor sind wir ja zum Beispiel schon da, dass die Erneuerbaren wettbewerbsfähig sind und irgendwann müssen sie dann vielleicht auch nicht weiter steigen. Ich finde es allerdings sehr erstaunlich, warum man jetzt, obwohl man die Haushalte schon rausgenommen hat, trotzdem bei einem Preis für Unternehmen bleibt, der unter dem Preis im ETS 1 ist. Ich meine, das betrifft ja im Prinzip eine ähnliche Zielgruppe. Und das finde ich tatsächlich etwas unerklärlich, warum man da nicht den Schritt geht, tatsächlich auch einen echten Handel zu ermöglichen und vielleicht zumindest eine Obergrenze, die orientiert ist an den Preisen, die wir derzeit auch im ETS 2 sehen. Also wenn ich hätte jetzt eine Obergrenze setzen müssen, dann hätte ich im Moment die 100 Euro genommen. Das ist ja das, wo wir im ETS 2 auch schon waren. Okay, vielen Dank. Noch eine Nachfrage zu dieser Trennung zwischen Unternehmen und Privatleuten. Da stellen sich ja auch viele praktische Fragen der Umsetzung. Also wie sähe das zum Beispiel aus an der Tankstelle, wenn ich mit meinem Firmenwagen einen anderen Preis zahlen muss, wenn ich gerade auf Geschäftsreise bin, als jemand, der als Privatmensch unterwegs ist? Gibt es da Möglichkeiten und glauben Sie, dass die Mitgliedstaaten das am Ende überhaupt mitmachen? Erstmal, also ich möchte das Problem nicht lösen müssen, aber es zeigt die Unsinnigkeit des Vorgehens, ne? Weil natürlich der Privatmann, der dort tankt, und der Geschäftsmann, der dort tankt, haben die genau dieselbe Wirkung für den Klimawandel, ne? Und die beide unterschiedlich zu behandeln, zeigt, wie irrsinnig eigentlich diese Idee ist und wie wir eigentlich auch dann daran arbeiten müssen, dass Gleiches auch gleich behandelt wird. Vielen Dank.
Eine Frage von einem Journalisten an Brigitte Knopf. In Schweden liegt der CO2-Preis bei 118 Euro pro Tonne seit vielen Jahren. Hat jemand zu den Auswirkungen dort Informationen? Wenn ja, hier meine Frage. Wie wirkt sich das in Schweden sozial aus? Gibt es dort Kompensationen pro Kopfauszahlung? Wirkt sich das auf den dortigen Konsum aus? Ich weiß nicht, ob Sie darüber Informationen haben. Ja, super. Genau. Entschuldigung. Vielen Dank für die Frage. Also wir haben tatsächlich uns global mal angeguckt, wie da die verschiedenen Preissysteme aufgesetzt sind und welche Art von Kompensationen es gibt. Und das ist ziemlich interessant, sich anzugucken. Das haben Kollegen von mir gemacht. Wenn man sieht, dass es eigentlich drei Kanäle gibt, es gibt einmal den Kanal, dass das Geld einfach zurück in die Staatskasse fließt. Es gibt den Kanal, dass Haushalte entlastet werden. Und es gibt den Kanal, dass Firmen entlastet werden. Und was man schon sieht, ist, dass in Ländern, wo das Vertrauen in die Regierung sehr hoch ist, dass dort das Geld oft an den Staat zurückfließt. Ja, das sind dann so die nordischen Länder. Und da ist auch der CO2-Preis sehr hoch. Man vertraut dem Staat, dass er dann schon mit den Einnahmen das Richtige machen wird und an der richtigen Stelle kompensiert. Wir haben eine Pro-Kopf-Rückgabe zum Beispiel in der Schweiz und in Kanada in einer Provinz, wo das auch pro Kopf zurückgegeben wird. Da sind die Erfahrungen so, dass man auch diese Pro-Kopf-Rückgabe sehr gut kommunizieren muss. In der Schweiz wird das zum Beispiel mit dem Krankenkassengeld zurückgegeben und die Leute kriegen das manchmal gar nicht mit, weil das einfach ihre Krankenkassenkosten ein bisschen reduziert, weil das sozusagen dieselbe Abrechnung ist. Und dann verpufft der Effekt natürlich. Also das heißt, diese Einführung von diesem Klimageld muss man auch wirklich mit einer Signalwirkung versehen. Es muss eine eigene Abrechnung geben, damit es dann wirklich diesen Effekt hat, dass Leute sagen, okay, also ich habe hier mehr Geld für CO2 ausgegeben, aber ich werde auf der anderen Seite auch entlastet. Deswegen sagen wir auch, wenn man das in Deutschland einführt, dann muss man gucken, dass es dafür eine separate Auszahlung gibt, möglichst noch monatlich oder auf jeden Fall mit so einer Art Begleitkommunikation, dass die Leute wirklich wissen, das habe ich eingezahlt und das bekomme ich dann zurück. Und vielleicht noch ein Satz zu Schweden von der Wirkung her, was man halt gesehen hat mit dem hohen CO2-Preis, da sind tatsächlich auch im Gebäudesektor die Emissionen tatsächlich signifikant gesunken. Das ist ja auch sozusagen wichtig zu wissen, der CO2-Preis wirkt da tatsächlich. Frau Petersen? Vielleicht noch eine Sache. Es gibt ja noch ein viertes großes Einsatzmöglichkeit für die Mittel, die generiert werden. Und das ist in umweltfreundliche Technologien oder umweltfreundliche Infrastruktur. Das ist ja jetzt in dem Kompromiss auch vorgesehen. Und das halte ich für tatsächlich ganz sinnvoll, weil durchaus eine Reihe von Studien zeigen, dass obwohl ja dieser direkte Kompensation viele Bürgerinnen besser stellen würde, sie das kritisch sehen, aber immer in allen Studien, die ich kenne, eine große Zustimmung ist, die Mittel tatsächlich auch für den Umweltschutz oder den Klimaschutz im weiteren Sinne einzusetzen und dass das als Instrument gesehen wird, um auch die Akzeptanz zu erhöhen. Insofern ist das zumindest ein Teil des Kompromisses, der in Einklang mit diesen Forschungsergebnissen steht. Aber eine Nachfrage dazu. Wenn ich jetzt in klimafreundliche Technologie investiere, zum Beispiel in E-Mobilität, kommt das ja gar nicht unbedingt bei den Leuten an, die es am Ende am meisten brauchen, weil die sich kein E-Auto leisten können, zum Beispiel in dem Fall. Oder weil die nicht entscheiden können, eine Wärmepumpe einzubauen, weil sie vielleicht mieten und nicht Eigentumsbesitzer sind. Also ist das dann wirklich eine Alternative, Frau Knopf? Also zum einen mit dem Kanal, genau, wenn es an den Staat zurückgeht, dann sind das oft grüne Investitionen, die damit gemacht werden. Und in Deutschland wird das ja tatsächlich genauso gemacht. Da werden ja die Einnahmen in den Energie- und Klimafonds eingezahlt. Und da geht ein großer Teil zum Beispiel für Sanierung oder so wird eingesetzt. Und das kommt dann wieder sozusagen einer breiteren Bevölkerung zugute. Was Sie jetzt sagen, die E-Auto-Prämie, das ist natürlich wieder sehr speziell. Die wird auch meines Erachtens nicht aus dem Energie- und Klimafonds gezahlt, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe. Und das ist tatsächlich was eher reicheren Haushalten zugutekommt. Aber einige, in Deutschland, wie gesagt, dieser substanzielle Teil, der in diesen Energie- und Klimafonds geht, der wird dann zum Beispiel im Gebäudesektor oder auch Ausbau von öffentlichem Nahverkehr für diese Infrastruktur aufgewendet. Und da ist eben die Idee dahinter, wir müssen erstmal diesen Transformationsweg beschreiten oder ein alternatives Angebot schaffen wie öffentlicher Nahverkehr und erst dann können die Leute umsteigen. Frau Petersen? Ja, also mir ging es eigentlich darum, dass Menschen auch
dem Instrument CO2-Bepreisung zustimmen können aus anderen Gründen, als dass sie selber davon profitieren oder wenig betroffen sind. Und das haben eben die Studien gezeigt, dass dieses Gefühl, die Mittel davon werden tatsächlich nochmal für den Klima- und Umweltschutz verwendet und die Akzeptanz dieses Instruments steigert. Und ich glaube, den PolitikerInnen geht es ja auch nur zum Teil, also sicherlich ist die soziale Frage tatsächlich eine, aber die ist ja, dahinter steht ja auch die Frage, können wir das unseren BürgerInnen vermitteln, ein solches Instrument zu implementieren? Und insofern finde ich diesen zweiten Aspekt, dass eine eben gezielte Verwendung der Mittel für den Umwelt- und Klimaschutz eben auch so ein Mittel sein kann, um das BürgerInnen zu vermitteln. Ist ja, Frau Himmscher-Rund, auch spannend, dass zumindest in meiner Wahrnehmung gegen diese 300 Euro Energiegeld, die jetzt in Deutschland kommen sollen, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, da ja auch die gesellschaftliche Wahrnehmung auf jeden Fall nicht nur positiv ist, dass viele Leute sagen, wie kann es sein, dass selbst Menschen, die das überhaupt nicht nötig haben, in dem Sinne, diese 300 Euro Zurückzahlung bekommen. Ist das nicht auch ein Problem von einer Pro-Kopf-Zurückzahlung? Also ich finde, bei der Pro-Kopf ist es etwas anderes. Da wird ja explizit vom Staat ein Instrument, also ein neuer Preis implementiert, den die BürgerInnen zusätzlich zahlen müssen. Und dann ist eben die Kommunikation, wir wollen damit nicht oder nicht nur zusätzliche Einnahmen generieren, sondern wir zahlen sie eben zurück. Das finde ich schon noch mal etwas anderes als jetzt der Fall, wo sozusagen durch externe Schocks Energiepreise steigen. Da muss ich gestehen, wäre ich auch sehr viel stärker für eine zielgenauere Kompensation von Betroffenen. Ich selber als gehobene Mittelschicht, ganz ehrlich, ich finde, ich kann diese Kosten auch tragen. Andere Menschen tragen gerade ganz andere Kosten durch diesen Krieg. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Und ich finde, das ist auch, wie gesagt, ein anderer Hintergrund als jetzt bei einer CO2-Bepreisung. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Löschel von einem Journalisten. Und zwar, hat der Glaube an die Wirksamkeit des Emissionshandels über einen CO2-Preis nicht sehr gelitten, weil sich zeigt, dass andere Marktsignale wie Spekulations- und Knappheitspreise, Weitergabe steigender Preise durch die Unternehmen, Einkommensentwicklungen und Carbon Leakage-Maßnahmen den CO2-Preis aushebeln oder rudimentär erscheinen lassen? Ja, offensichtlich hat der Glaube an die Wirksamkeit des Emissionshandels gelitten, sonst würden wir die Diskussionen nicht führen. Aus meiner Sicht zu Unrecht, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, wo man es tatsächlich geschafft hat, höhere CO2-Preise durch entsprechende Knappheiten auch zu implementieren, wo man auch Schritt für Schritt eben die Stadtprobleme des Emissionshandels ausgemerzt hat. Das Instrument funktioniert dann eigentlich sehr gut. Man kann sich das ja jetzt auch mal einfach anders vorstellen. Also der Glaube an die Wirksamkeit des Emissionshandels ist ja auch ein bisschen der Glaube an die Wirksamkeit von hohen Preisen als Lenkungsinstrument. Das ist eigentlich die Idee, dahinter steckt. Und das sehen wir ja gerade augenblicklich. Die hohen Energiepreise führen eben dazu, dass Energienachfrage sinkt in der kurzen Frist, aber natürlich auch in der langen Frist, weil eben Investitionen attraktiv werden, weil auch Verhaltensänderungen sich jetzt ökonomisch auch direkt auszahlen. Und man sieht auch das Problem daran, nämlich, dass wir eben diese Verteilwirkung in den Griff bekommen müssen. Also ich glaube tatsächlich, wir haben lange gebraucht, den Emissionshandel scharf zu stellen. Wir reden jetzt über ETS 1 und das ist uns, glaube ich, jetzt schon ganz gut gelungen. Wir werden den Kompromiss ja auch sehen, der im ETS 1 gemacht wird, mit höheren Zielfahrten auch, ne, für die entsprechende Knappheit mit hohen Preisen. Und das führt natürlich dazu, wir haben das in Großbritannien und andernorts gesehen, dass Technologien wie die Kohleverstromung und so weiter, sobald die Gaspreise sich wieder normalisiert haben, alle marktlich aus dem Markt gehen werden und das Instrument sehr, sehr treffsicher auch dann wirkt. Deswegen sind wir eben so besorgt, dass wir eben im Kontext des ETS 2 jetzt wieder mit einem System anfangen, das ganz viele
Schwachstellen hat am Anfang und wo es eben sehr lange dauern wird, bis tatsächlich diese Schwachstellen ausgemerzt werden, im Endeffekt dann in großen Bereichen eben vielleicht eine ganze Dekade vergeht, ja, bis wir tatsächlich diese preislichen Steuerungsmechanismen haben. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, eine Dekade jetzt verstreichen zu lassen, das wäre eigentlich ein ganz schlechtes Signal. Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf die politische Diskussion im Parlament eingehen. Vielleicht, Frau Knopf, vielleicht können Sie mir dazu was sagen. Und zwar haben sich ja in der Diskussion im EU-Rat zuvor vor allem Ungarn und Polen quergestellt beim ETS2. Wie ist das jetzt im EU-Parlament? Wo laufen da die Konfliktlinien zwischen den Gruppen, die für und gegen den ETS2 sind? Also meine Wahrnehmung ist, dass es tatsächlich diese beiden Stränge der Verteilungsdiskussionen gibt, nämlich zwischen den Mitgliedstaaten und dann generell innerhalb der Mitgliedstaaten beziehungsweise die soziale Frage oder soziale Kompensation. Und im Rat habe ich das auch so wahrgenommen. Im Parlament hatte ich das Gefühl, verlaufen die Konfliktlinien woanders. Also bei den Grünen und Sozialdemokraten, die haben das ja die haben dann den starken Fokus drauf gelegt. Also erst muss das mit der Kompensation klar sein. Es muss eine soziale Abfederung geben. Also da hatte ich das Gefühl, dass das eher zwischen den Fraktionen war, aber nicht so sehr zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Allerdings sind, glaube ich, die französischen Grünen auch sehr gegen einen zweiten ETS gewesen. Ich meine, wir kennen die Gelbwestenbewegung in Frankreich. Und war das natürlich für die auch ein großes Hindernis und wo dann gesagt wurde, so, wir müssen erst eine Kompensation finden. Das ist die eine Diskussion, die ich da auf der parlamentarischen Ebene wahrgenommen habe. Und die andere Diskussion auch auf der parlamentarischen Ebene war halt eher, und das zwischen auch sozusagen auf der einen Seite Grünen und Sozialdemokraten und auf der anderen Seite EEP, also die konservative Fraktion, dass Grüne Sozialdemokraten, also Grüne und die sozialdemokratische Fraktion gesagt haben, na, also die Industrie kriegt doch immer noch freie Zuteilungen. Und das kann doch nicht sein, dass die Industrie freie Zuteilungen kriegt, während Bürgerinnen und Bürger jetzt hier den vollen Preis zahlen müssen. Also da ist nochmal so eine zweite Ebene der Verteilungsfrage hinzugekommen, nämlich zwischen Industrie und Privaten. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, im Parlament wird ganz anders diskutiert als auf EU-Ratsebene. Und die EU-Ratsebene, diese Diskussion, die haben wir ja dann sozusagen wieder vor uns. Ja, also da bin ich auch mal gespannt, auch mit dem Klimasozialfonds. Da ist ja Deutschland auch überhaupt nicht begeistert von, weil Deutschland sagt, nee, also wir machen hier keine Transfers oder keine zusätzlichen Transfers innerhalb von Europa. Wir haben den mehrjährigen Finanzrahmen, darüber gibt es Ausgleich, aber nicht jetzt noch ein zusätzlicher Topf zwischen den Mitgliedstaaten auszugleichen. Und bin mir nicht sicher, wie gut sich diese Linie durchhalten lässt, weil ich würde sagen, wenn man einen einheitlichen Preis will, dann muss man auch Transfers machen. Das gehört dann dazu, sonst funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Aber insofern nehme ich die Diskussion im Europäischen Rat sehr anders wahr als auf der Parlamentsebene, ohne dass ich jetzt für mich beanspruchen würde, ich würde da jede Diskussion im Parlament da jetzt genau verfolgt haben. Und die Sorge von Deutschland, die Sie ja ansprechen, ist dann, dass man nicht möchte, dass eben reichere Staaten am Ende, das Geld aus reicheren Staaten am Ende an ärmere EU-Staaten abfließen wird. Ja, ich sage es mal ganz brutal. Also ich glaube, Deutschland hofft, dass man sich da so ein bisschen rauskaufen kann, indem man, also im Moment haben wir ja den nationalen Emissionshandel und man möchte dann am liebsten nur noch ein europäisches System haben, wovon Deutschland sozusagen dann profitieren würde, weil man dann weniger mindern müsste, zumindest in dem Bereich, und dass andere Staaten mehr mindern. Und das wäre natürlich profitabel für Deutschland. Oder würde ich sagen, das kann man machen, aber dann muss man, also dann haben wir einen einheitlichen Preis, das ist schön und gut, aber dann muss man finanzielle Transfers offerieren an Länder, Polen, Bulgarien, Rumänien, wo dann halt tatsächlich die Kosten höher sind. Vielen Dank. Jetzt haben Sie den nationalen Emissionshandel in Deutschland oder den Brennstoffhandel, wie er heißt, angesprochen. Dazu haben wir auch eine Frage von einer Journalistin, und zwar, wie passt der Kompromiss zum ETS2 zu Deutschlands nationalem Emissionshandel? Wie sollte man damit umgehen? Vielleicht, Herr Löschel, können Sie dazu etwas sagen? Oder
Ja, also erstmal vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also ein einheitlicher europäischer Emissionshandel wäre nicht nur profitabel für Deutschland, ne, sondern es wäre profitabel für alle, ne. Das ist ja die Idee dahinter. Wenn wir eben, wie wir es vorhin auch gehört haben, versuchen, dort zu mindern, wo es am günstigsten ist. Das gilt aber natürlich dann eben in Kombination mit der Voraussetzung, dass diese Einsparungen, ne, irgendwie über solche Transfers auch irgendwie sichtbar werden. Das ist eben ein ganz zentraler Baustein. Und dann hat es eben das Potenzial, dass wir alle davon profitieren. Ja, eben auch die, die mehr machen müssen, wie wir es gerade gehört haben, die dann vielleicht höhere Kosten haben von 3 oder 4%. Denn wir haben eben das Ganze günstiger implementiert und aus diesen günstigeren Implementierungen erwachsen eben die Möglichkeiten, genau hier diese Länder, die besonders viel zahlen müssen, auch zu kompensieren. Wenn man das nicht macht, dann hat man eben hier sehr unterschiedliche Zielsetzungen in den einzelnen Ländern und dann wird es eben teuer, wie wir es gehört haben. Also wir würden alle davon profitieren, wenn das relativ breit gemacht würde und wenn man diese Verteilungen wirklich auch angehen würde. Und wie gesagt, einige Länder haben das ja gemacht. Die haben eben sich eigene Emissionshandelssysteme gegeben. Es gibt ja auch wird auch die Möglichkeit geben, eines Opt-ins in das europäische System. Und ich glaube, jetzt wird man nochmal überlegen müssen, wie kann man diese Vorteile, ne, wir versuchen, ein gewisses Ziel gemeinsam zu erreichen, vielleicht auch Schritt für Schritt in bestimmten Konstellationen heben. Also der ETS2, so wie jetzt vorgeschlagen wird, wird das sicher ein Baustein sein. Ja, aber man wird mal sehen, ob es vielleicht noch andere Bausteine geben kann. Also ich sage mal, das Gleiche, was man eben leistet mit einem Emissionshandel über alle Länder, kann auch geleistet werden mit Konstrukten, die einzelne Länder beinhalten sozusagen und hier Ausgleiche schaffen. Also das wird ein Baustein sein. Der deutsche Emissionshandel ETS2, der wird da etwas ambitionierter, breiter integriert werden, aber es muss eben auch Ziel sein, hier noch mehr Länder mit dazu zu bekommen über diesen Kompromiss hinaus. Frau Knopf, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob Sonja Petersen vorher die Hand gehoben Ich hat, wollte aber. eigentlich nur ähnlich sagen, dass es die Option gibt, auch alle Sektoren, also alle, die Haushalt und das gewerbliche Emissionen im Transport- und Wärmesektor mit in dieses ETS2 auszunehmen, also wie es ursprünglich geplant war. Und da Deutschland das ja nun hat, wäre das der naheliegendste Weg und natürlich auch sinnvoll, das zu tun, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und gleich breiter eine Bepreisung aufzusetzen. Also das wäre aus meiner Sicht den Weg, den Deutschland da ganz klar gehen sollte. Das heißt, Deutschland hätte dann ein ETS2, was diese Bereiche auch mit einschließt, was Na, es breiter ist gäbe dann einfach ein als andere. europäisches ETS2, das aus allen Ländern zumindest die Emissionen des Transport- und Wärmesektors des Gewerbes enthält und zumindest in Deutschland zusätzlich auch die Emissionen der Haushalte. Und vielleicht ja im besten Fall finden sich noch mehr Länder, die diesen Weg dann auch von Anfang an mitgehen wollen. Frau Knopf noch. Ja, da würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, der ist, glaube ich, nochmal wichtig. Also wir haben ja in Deutschland oder überhaupt jeder Mitgliedstaat hat ja die sogenannten Effort-Sharing-Ziele. Und ich glaube, es wird nicht reichen, wenn wir als Deutschland einfach unseren nationalen Emissionshandel sozusagen überführen in diesen neuen ETS2. Gerade wo jetzt der Preis auf 50 Euro gedeckelt ist, damit kriegen wir nie und nimmer unsere Ziele im Gebäudesektor und Verkehrssektor hin. Und deswegen sagen wir, dass wir eigentlich noch so einen nationalen Mindestpreis sozusagen obendrauf haben müssen. Und ich glaube, das hätte auch einen wichtigen Effekt, und eine wichtige Signalwirkung, weil man hätte auf europäischer Ebene diesen ETS2, der ist bei 50 Euro gedeckelt. Manchmal wird der Preis vielleicht drunter liegen. Und Deutschland würde auch signalisieren, wir machen mehr, sowieso, wir müssen unsere Effort-Sharing-Ziele erreichen. Und da noch einen nationalen Preis obendrauf setzen. Also insofern glaube ich, dass es in Deutschland nicht funktionieren wird, einfach zu sagen, den jetzigen nationalen Emissionshandel führen wir in diesen ETS2 ein. Das wird nicht reichen. Ich weiß nicht, wie wir dann unsere Effort-Sharing-Ziele erreichen wollen, weil die gibt es ja dann auf nationaler Ebene immer noch.
Aber da müssen wir natürlich auch nochmal überlegen, was dann mit den Mehrminderungen Deutschlands passiert im ETS2. Na, weil es kann ja nicht sein, dass wir mehr machen und über den ETS2-Mechanismus dann eben die Anforderungen bei den anderen Ländern sinken. Die haben natürlich auch Effort Sharing Regulation Zielsetzungen sozusagen. Na, aber da muss man, glaube ich, dann nochmal genau überlegen, wie kann man damit umgehen sozusagen, dass das Preissignal in den anderen Ländern ja dann nochmal heruntergefahren wird sozusagen, ne, irgendwie, und die Lücke wahrscheinlich zur Effort Sharing Regulation für die Länder dann wahrscheinlich sogar noch mal größer wird. Ne, das würde ich sagen, ist eigentlich schwierig. Ja. Ne? Ich glaube, das müsste man mit der CAP verrechnen. Ne? Da kommt es dann darauf an, wie hoch die CAP ist und was dann angerechnet wird in dem ETS2. Also das wären, glaube ich, noch ganz komplizierte Verhandlungen. Also ich glaube, wichtig ist sozusagen aus meiner Sicht, dass wir bis 2030, das scheint jetzt ein Durchwursteln zu werden, ja, und schön wäre, wenn man dann ab 2030 dann irgendwie wirklich die Perspektive hätte, tatsächlich dann diesen europäischen ETS2 zu haben, auch wo Deutschland dann vollständig mit drin ist und wo dann auch dort in diesem zweiten System ein einheitlicher Preis über Europa ist. Genau. Ich würde gerne nochmal auf die Obergrenze eingehen, die ja Sie alle drei kritisiert haben, die Obergrenze von 50 Euro, die gelten soll. Ziel dieses Kompromisses ist ja, dass der Preis nicht so hoch steigt und dementsprechend Menschen nicht so sehr belastet werden. Weiß man denn, wie stark der Preis steigen könnte, wenn es keinen Preisdeckel geben würde? Ja, es gibt, glaube ich, Schätzungen, Brigitte kann das ja gleich ergänzen. Das hängt natürlich jetzt immer davon ab, was für andere Politiken denn gemacht werden sozusagen. Also ganz einfach kann man das nicht beantworten. Ne? Und das heißt, das sind einfach kommunizierende Röhren. Ja, wenn ich eben den Preis jetzt deckle, dann muss eben, ja, wir haben ja übergeordnete Zielsetzungen, dann muss mehr in anderen Instrumenten gemacht werden. Und nochmal, diese anderen Instrumente sind üblicherweise teurer als der CO2-Preis. Also das muss man, glaube ich, jetzt doch jedes Mal nochmal dazu sagen. Die Idee, dass wir was anderes machen, bedeutet eben nicht, dass die Kosten weggehen. Also wir sind ja gerade, also kommen wir gerade aus der Diskussion in Deutschland, mit der Idee, Elektroautos zu fördern. Also was ist besser, den Preis an der Tankstelle für fossile Energieträger zu erhöhen oder Elektroautos zu fördern? Also da würde ich sagen, die Kosten in den anderen Maßnahmen, die sind doch ganz substanziell und ganz hoch. Und die Idee, wir verhindern, dass es Kosten gibt, wenn wir keine CO2-Preise haben, die ist doch sehr naiv. Aber gibt es nicht auch Maßnahmen wie zum Beispiel das Tempolimit, über das jetzt ja auch viel diskutiert wird, oder auch autofreie Sonntage, die im Kontext des Ukraine-Krieges diskutiert werden, die am Ende den Staat nichts oder zumindest auf den ersten Blick nichts kosten und die trotzdem Einsparungen herbeiführen können? Sie lachen, Herr Löschel. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, aus dem ersten Blick nichts kosten. Ich habe da gar nichts dagegen. Ne? Aber wir müssen halt schon ein bisschen Dinge auch miteinander vergleichen, fair vergleichen. Und natürlich gibt es auch bei den Sachen Kosten. Ich habe da gar nichts dagegen zu machen, diese Dinge auch. Und ich muss auch sagen, wir reden ja ganz viel darüber, wie kann man den Preis eigentlich begleiten, wie kann man den wirksam machen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch hohe CO2-Preise entfalten keine Wirkung, wenn wir nicht die passende Infrastruktur haben, wenn es nicht den passenden ÖPNV gibt, wenn es nicht die Technologien gibt, die den Leuten überhaupt ermöglichen, günstig umzusteigen. Also es geht ja hier überhaupt nicht darum, zu sagen, wir brauchen nur den hohen CO2-Preis, sondern es geht darum, eine sinnvolle Klimapolitik zu machen, wo eben die richtige Infrastruktur sein muss, wo günstige Technologien da sein müssen, und wo eben der Anreiz da sein muss, aus fossilen Aktivitäten rauszugehen. Das ist der CO2-Preis. Und diesen Politikmix, den würde ich jetzt sagen, sehe ich in dem Kontext jetzt ein bisschen zu stark verschoben auf die anderen Maßnahmen. Und die Probleme wird es da genauso geben. Und die können wir dann in den nächsten Jahren ja beobachten. Ergänzend vielleicht eine Sache noch dazu. Also Frau Petersen hat es ja am Anfang gesagt, 50 Euro, also das ist viel zu niedrig für einen Höchstpreis. Mir fehlt auch ein Mindestpreis, muss ich sagen, weil das ist auch für die Investitionen, gerade wie Andreas Löscher sagt, in die Infrastruktur so wichtig, dass wir langfristig ungefähr wissen, was ist denn da erwartbar. Und das fehlt. Also lieber keinen Höchstpreis setzen, sondern einen längerfristig steigenden Mindestpreis, das wäre auch ein wichtiges Signal. Noch eine Frage von einer Journalistin. Würden sich nicht andere Länder über die Verknappung ärgern, wenn Deutschland einfach mehr TeilnehmerInnen als gedacht eingliedert? Ich glaube, das bezieht sich dann eben auf die Privatleute, die in Deutschland eingegliedert würden, aber nicht in anderen Teilen von Europa.
Ich glaube, das verstehe ich jetzt nicht ganz die Frage. Also eigentlich sollten sich alle Länder freuen, wenn möglichst viele teilnehmen. Erstens, weil dann vielleicht mehr Emissionen eingespart werden und zweitens, weil dann die fossile Energienachfrage sinkt und die Preise für alle, die keine CO2-Bepreisung haben, dann eher niedriger sein werden. Also ich wüsste nicht, wer sollte da. Das Wichtige ist, glaube ich, die CAP würde ja mit angepasst. Ne? Also wenn mehr mit reinkommen, würde man auch entsprechend die CAP anpassen. Ne? Die würde auch nach oben gehen. Und dann gibt es eigentlich jetzt keine zusätzliche Verknappung sozusagen, ne? Sondern eine CAP-Anpassung und tatsächlich die positiven Wirkungen, weil eben noch mehr Optionen erschlossen werden können. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage von einer Journalistin, bevor wir in die Abschlussfragen gehen. Und zwar, im geplanten Sommerpaket des Bundeswirtschaftsministeriums soll ein Kompromiss zwischen ETS und dem Brennstoffemissionshandel geplant sein. Was ist darüber bekannt? Wissen Sie das? Ich glaube, das nicht. Ein Leak-Ding rum und da stand nichts davon drin. Also vielleicht nur noch mal eine Sache, also ich weiß auch nichts jetzt da konkret darüber, aber es ist natürlich schon wichtig, auch noch mal irgendwann zu diskutieren, wie wirken eigentlich diese beiden Emissionshandelssysteme zusammen, also ETS 1 und ETS 2, insbesondere dann, wenn eben diese Preise so unterschiedlich sind und die Anreize so unterschiedlich sind. Na, wie gesagt, aus Klimasicht ist eine Tonne CO2 eine Tonne CO2. Und zwar egal, in welchem Land, in welchem Sektor die anfällt. Wenn diese Preise jetzt so arg weit auseinandergehen, ne, dann hat man offensichtlich ein Problem in der Politikgestaltung. Und deswegen ist es schon wichtig, nochmal zu überlegen, perspektivisch erlaubt man auch gewisse Flexibilitäten, zum Beispiel zwischen diesen Sektoren. Ja, und welche Möglichkeiten wird es da auch geben, günstige Optionen dann in anderen Sektoren zu erschließen? Denn wie gesagt, wenn wir jetzt anschauen, was die Diskussion im ETS 1 ist, dann wird eben wahrscheinlich eben dort eher strikter gehandhabt werden und hohe Preise werden auch tatsächlich perpetuiert werden. Und Politik kommt natürlich dann auch unter Handlungsdruck, das haben wir ja gerade schon gehört, ne? Nämlich eben von denen, die eben im ETS 1 betroffen sind. Ne? Die werden dann auch zu Recht sagen, na, warum sind hier eigentlich die Lasten so ungerecht verteilt, wenn es doch um den Klimaschutz geht. Also deswegen, ich glaube, politisch ist es auch schwer durchstehbar, wenn das in eine oder die andere Richtung so weit auseinandergeht. Denn man muss ja auch dazu sagen, auch hohe Preise im ETS 1 belasten natürlich die Konsumenten. Ja, ist ja ganz klar, denn die werden übergewälzt, ne, in die entsprechenden Produktpreise und werden in der Beziehung genauso bei den Haushalten aufschlagen. Ja, und deswegen wird man vielleicht sagen, es ist eigentlich für die Haushalte besser, wenn das eben effizient gemacht wird und die Kostenbelastung in Saldo eben klein ist. Vielen Dank. Damit würde ich gerne in die Abschlussfrage übergehen. Zuerst an Frau Petersen. Sehen Sie die Gefahr, dass der Emissionshandel für Verkehr und Gebäude mit den vorgeschlagenen Kompromissen zu einem zahnlosen Mechanismus wird, der also nicht geeignet ist, Emissionen wirklich deutlich zu senken? Und wie sähe der ETS 2 aus, wenn Sie ihn designen dürften? Also ich halte den ETS 2, wie jetzt geplant ist, zumindest für einen erkennbaren Schritt in die richtige Richtung. Und der große Vorteil ist, dass man dann zumindest in ein System eingestiegen ist, was man später einfach nachschärfen kann. Also insofern möchte ich das jetzt auch nicht ganz kleinreden. Wenn ich den ETS 2 selber designen könnte, würde ich ihn von vornherein tatsächlich mit allen Emissionen im Transport- und Wärmesektor designen, aber durchaus am Anfang erstmal noch getrennt vom ETS 1 lassen, um auch in diesen Sektoren jetzt erstmal Erfahrung zu sammeln, um zu sehen, wie da tatsächlich die Umsetzung funktioniert, auch weil der ETS 1 mehr Firmen, also die Sektoren sind, die stärker von Carbon Leakage betroffen sind, sodass man sie vielleicht auch erstmal ein Stück von hohen Preisen schützen muss.
Und dann braucht man natürlich parallel, und das sagte Herr Löschel auch, also der CO2-Preis ist nicht alles. Gerade im Transportsektor muss man natürlich entsprechend auch in die Infrastruktur investieren und an vielen anderen Stellen parallel ansetzen. Von der Städteplanung, die weg muss, von rein aufs Auto zentrierte Planung, wie wir sie nach dem Weltkrieg haben, bis hin zum Ausbau der Bahnnetze und der Bahninfrastruktur und des ÖPNV und so weiter. Also das muss ganz, ganz viel begleitend sein. Man muss auch in zusätzlich technologische Entwicklungen weiter fördern, sodass die einsetzbar sind. Man muss in Fachkräfte investieren, die wir brauchen für die Wärmewende und so weiter. Also das ist tatsächlich nur ein Baustein, aber ich wünsche mir schon, dass es ein sehr, sehr zentraler Baustein ist, der dann begleitet wird von anderen und nicht neben einem undurchsichtigen Mischmasch an unterschiedlichsten Maßnahmen irgendwo so einfach dann nebenbei und unwirksam mitläuft. Vielen Dank. Frau Knopf, selbe Frage. Sehen Sie die Gefahr, dass der Emissionshandel zu einem zahnlosen Mechanismus wird, also der ETS2? Und wie sähe er aus, wenn Sie ihn designen dürften? Also, ob das ein zahnloser Tiger wird, ich glaube, das wird man jetzt in den Verhandlungen nochmal sehen, was dann genau rauskommt. Aber ich sehe eben auch die Gefahr, dass wir halt einen starken Flickenteppich haben und wie gesagt, vielleicht noch so ein ETS3 einführen. Und dann ist die Gefahr, dass einfach der CO2-Preis keine starke Rolle spielt auf Dauer. Und das wäre schon problematisch, weil ich glaube, wir brauchen für die Transformation einfach einen starken CO2-Preis. Von daher, wenn ich das designen würde, aber das ist natürlich müßig, weil die Politik handelt die Kompromisse aus, aber ich würde sagen, bis 2030, also jetzt einen ETS2 aufbauen und ab 2030 den mit dem ETS1 zusammenführen. Das würde ich sagen, wäre mein Plan, aber ich muss den als Politikerin nicht verhandeln. Und Sie hatten noch eine Anschlussfrage, glaube ich. Nee, das war's. Vielen Dank. Und vielleicht nur noch zum sozialen Ausgleich. Natürlich müsste der dann damit einhergehen, aber das haben wir eben auch gesagt, alle Instrumente haben eine Verteilungswirkung und Klimapolitik kann da nicht die bessere Sozialpolitik sein. Von daher müssen wir das auch nochmal da trennen und sozusagen dieses Instrument des CO2-Preises nicht überfrachten damit, dass man auch noch sagt, der muss dann auch noch alle sozialen Probleme lösen. Vielen Dank. Und Herr Löschel zu guter Letzt, selbe Frage. Ja, also ich glaube, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass wir ja jetzt diese Verhandlungen über die Klimapolitik in Europa in den 20er Jahren vor dem Hintergrund der Corona-Krise geführt haben und aktuell vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine mit extrem hohen Energiepreisen, die daraus entstehen. Also sowohl die Leistungsfähigkeit der Länder als auch die Preise für Energie sind eben sozusagen in schlechtestmöglichen Konditionen augenblicklich, jedenfalls im Moment. Und das bedeutet, dass man jetzt eine Weichenstellung macht für die 20er Jahre, die tatsächlich dazu führen könnte, dass wir in der zweiten Hälfte der 2020er tatsächlich in der Situation sind, wo sich vielleicht einige dieser Probleme wieder stark reduziert haben, aber dann der klimapolitische Hebel eben nicht so ausgestaltet ist, wie man ihn eigentlich haben möchte. Und das macht mir schon große Sorgen, ja, denn gerade wenn eben Energiepreise sich wieder in Richtung Normalität bewegen sollten, dann fehlt uns tatsächlich das starke Instrument der CO2-Bepreisung, um hier wirksamen Klimaschutz zu leisten. Also aus meiner Sicht bedeutet das ganz wichtig, dass man jetzt eben nicht bis 2029 wartet, ne, oder bis eben in das neue Jahrzehnt, um tatsächlich breit diese Anreizwirkungen zu machen und vielleicht auch sich da nochmal überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, nochmal drauf zu schauen auf die Frage der CO2-Bepreisung im Laufe dieses Jahrzehnts. Also ich glaube, das wird ein ganz wichtige Stellschraube einfach sein. Und wenn wir die jetzt aus der Hand geben, in ganz vielen Kontexten, dann kann man sich erstmal darüber freuen, dass man das überhaupt anerkannt hat, dass das beste Instrument in der Klimapolitik zu sein. Aber da ist das Glas dann tatsächlich schon mehr als halb leer. Vielen Dank. Und an der Stelle möchte ich das Pressbriefing gerne beenden. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie hier waren, mit uns diskutiert haben. Vielen Dank an die JournalistInnen. Danke für Ihre Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und
viel Spaß beim Berichten darüber in den nächsten Wochen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.